Sie haben ja über das Stuttgart 21 viel geredet. Laut Spiegel ist das Feststellungsverfahren, Planfeststellungsverfahren im Jahr 2008 abgeschlossen. Werden Sie so lange im Landtag dafür kämpfen oder dagegen kämpfen? Die Entscheidung wird hoffentlich nicht mit dem Planfeststellungsverfahren getroffen. Es geht ja ums Geld. Dass es rechtlich möglich ist, bezweifle ich nicht. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, so viel Geld zu vergraben. Und hier ist zugesagt, dass die Entscheidung in diesem Frühjahr endlich fällt. Sie wird ja seit Jahren vor sich hergeschoben. Wir können es jetzt nicht mehr ewig leisten, den Bahnverkehr zu blockieren durch diese Hängepartie. Deswegen nein, mit dem Planfeststellungsverfahren hat es nichts zu tun, sondern es geht um die Entscheidung, ob wir wirklich 4 Milliarden Euro für das Vergraben eines funktionierenden Bahnhofs ausgeben wollen. Ich meine, das ist zu viel Geld. Okay, und für Sie selber heißt das, wenn das entschieden ist, dann gehen Sie aus dem Landtag oder gibt es noch andere Sachen, für die Sie kämpfen werden? Ich habe den Wählerinnen und Wählern in Tübingen vor der Wahl zugesagt, dass ich mich auf das Amt des Oberbürgermeisters konzentrieren werde. Ich halte solche Zusagen auch ein und ich habe erklärt, dass ich nach der Entscheidung über Stuttgart 21 den Landtag verlasse. Okay, vielen Dank.